Guten Abend, willkommen zur Pfingstsonnabend-Abendschau. Wir hätten Ihnen gern gezeigt, an welchen Stränden man sich am besten zum Fest bräunen kann. Dann aber kam alles ganz anders und wir mussten unser Programm ein wenig ändern. Der strahlende Sonnabend verwandelte sich in einen feuchten Pfingstmuffel. Regenschauer fegten Badewiesen und Kaffeeterrassen leer. Nun die bange Frage, wie werden die Feiertage sein? Hier die schauerliche, aber amtliche Vorhersage des Meteorologischen Instituts. Heute Nacht teils wolkig, teils klar, vereinzelt noch Schauer, allmählich abflauender westlicher Wind. Die Temperatur sinkt auf 9 Grad. Morgen wird es wechselnd wolkig sein mit kurzen Aufheiterungen. Am Nachmittag dann wieder Schauer. Dazu starkböiger Westwind. Das Quecksilber steigt auf 19 Grad. Die Aussichten für Pfingstmontag weiterhin wechselhaft und verhältnismäßig kühl. Soweit das unpfingstliche Pfingstwetter. Nun die Nachrichten in der Abendschau, heute zusammengestellt von Christoph Stelhostel. DDR-Wirtschaftsminister Pohl von der CDU rechnet mit sozialen Unruhen nach Inkrafttreten der Währungsunion. In einem Zeitungsinterview sagte er heute, Streiks und Arbeitslosigkeit könnten in der DDR zu einem heißen Herbst führen. Die 2 Millionen Staatsbediensteten zum Beispiel sollten keinen Beamtenstatus erhalten, sondern zum größten Teil entlassen werden. Durch die Einführung der Marktwirtschaft müssten viele Arbeitnehmer umgeschult werden. Auch das beunruhige die Bevölkerung. Protestkundgebung der PDS im Ostberliner Lustgarten. Nach Angaben des Veranstalters demonstrierten heute rund 65.000 Menschen, darunter viele Parteimitglieder, gegen die von der DDR-Regierung verfügte Überprüfung der Finanzen aller ehemaligen Blockparteien und die gleichzeitig angeordnete treuhänderische Verwaltung der Parteivermögen. Unter den Reden unter anderem der Schriftsteller Stefan Hörling, die Vorsitzende der Freien Deutschen Jugend Birgit Schröder sowie der PDS-Vorsitzende Gregor Gysi. Er beschuldigte die Regierung, die Enteignung des PDS-Vermögens mit undemokratischen Mitteln durchzusetzen und die Partei dadurch in den finanziellen Ruin zu treiben. Langfristig befürchtet Gysi sogar ein Verbot der Partei. Rund 120 Raudis haben während der vergangenen Nacht in der Oranienburger Straße in Ost-Berlin ein Kulturzentrum überfallen. Sie zerstörten dort eine ausgestellte Gemäldesammlung und die Inneneinrichtung. Außerdem warfen die Jugendlichen bei der Massenschlägerei auch mit Steinen und Brandflaschen. Ein Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen. Wie ein Augenzeuge berichtete, kam ein Großeinsatz mit über 50 Mann der DDR-Polizei erst nach Ablauf einer Stunde. 4 Personen wurden vorläufig festgenommen. Zum Jahrestag des Todes von Benno Ohnesorg fand heute um 13 Uhr vor der Deutschen Oper eine kleine Gedenkfeier statt. Am 2. Juni 1967 wurde der an der Antischa-Demonstration teilnehmende Student von einem Polizisten erschossen. Unter den Rednern war auch Pfarrer Manfred Engelbrecht von der Trinitatisgemeinde, der Benno Ohnesorg damals angehörte, und Barmann Niromant, der am 2. Juni 1967 an der Demonstration teilnahm. Im Herbst dieses Jahres soll an dieser Stelle ein Relief zum Gedenken an Benno Ohnesorg aufgestellt werden. Die Reiseerleichterungen innerhalb Gesamtdeutschlands kommen jetzt offenbar Schlag auf Schlag. Das Ende sämtlicher Personenkontrollen an der Grenze zwischen beiden Teilen Berlins wurde gestern Abend von der stellvertretenden DDR-Regierungssprecherin Merkel bestätigt. Wie das Bundesinnenministerium heute bekannt gab, berät derzeit eine Arbeitsgruppe mit Kollegen aus der DDR über die Kontrollen an der innerdeutschen Grenze. Auch diese könnten möglicherweise mit dem Inkrafttreten der Währungsunion entfallen, hieß es in Bonn. Entschieden sei aber noch nichts. Und nun einige Meldungen in Kürze. Die Ostberliner Bauverwaltung will für den Abriss der Mauer eine Koordinierungsstelle gründen. Als Termin dafür ist der nächste Dienstag vorgesehen, sagte Oberbürgermeister Schwirziner heute in einem Interview. An den Abrissarbeiten beteiligen sich Unternehmen aus ganz Berlin. 2 maskierte Männer haben in der vergangenen Nacht eine Tankstelle an der Potsdamer Chaussee in Zehlendorf beraubt. Sie bedrohten den Tankwart mit der Pistole, raubten die Kasse aus und entkamen. Und von der Seehofbrücke in Zehlendorf haben Unbekannte heute früh ein Kinderfahrrad vor einen S-Bahn-Zug geworfen. Das Fahrrad wurde bis zum nächsten Bahnhof mitgeschleift und dort entfernt. Soweit die Nachrichten, nun zu Pfingsten. Da gibt es in Berlin doch Menschen, die wenig in Sinn haben mit geruhsamen Feiertagen, Spaziergängen, Besuchen von Pfingstkonzerten und ähnlichen Zerstreuungen. Ein Jahrzehnt lang schon nutzten sie das Pfingstfest, um Wissenslücken zu schließen. Das tun sie auf der sogenannten Volksuni.
Diesmal tagt sie in der Hochschule der Künste. Die Volksuni ist ein Treffpunkt von Menschen, die sich in der Gesellschaftspolitik engagieren und Professoren, die viel über Gesellschaftspolitik wissen. Auch ein Ost-West-Bürgermeistertreffen sollte es geben. Ein Bericht von Dagmar Pfeiffer. Obwohl der Doppelmomper heute Morgen in der Hochschule der Künste nicht erschien, die Volksuni war trotzdem an ihrem ersten Tag gut besucht. Eigentlich sollten sich die Ost-West-Berliner Bürgermeister Momper und Schwierziner hier kritischen Fragen von DDR-Oppositionellen und alternativer Liste stellen. Die kurzfristige Absage kam gestern. Das Bürgermeister-Hearing, eine von ca. 100 Veranstaltungen der diesjährigen Volksuni. Ihr offenbar zu kräftiges Motto diesmal: Der Sozialismus ist tot, es lebe der Sozialismus. Mit Fragezeichen allerdings. Das Motto ist offen formuliert. Wir sprechen sowohl diejenigen an, die den Sozialismus für erledigt halten, als auch diejenigen, die damit Hoffnung noch verbinden. Und das schien heute Generationsunterschiede und Geschlechterkampf kurzfristig zu überwinden. Das Volksuni-Frauenforum zum Beispiel dachte an Deutschland in der Nacht. Offenbar mit Sorgen beobachten Mitglieder der neuen Frauenbewegung in der DDR und feministische Wissenschaftlerinnen, beide auf dem Podium vertreten, wo denn die Fraueninteressen im politischen Vereinigungsprozess der deutschen Staaten bleiben. Gestritten wurde über politische Möglichkeiten und Ziele. Das Veranstaltungsangebot orientiert sich auf die Probleme, Auseinandersetzungen innerhalb dieser jeweiligen gesellschaftlichen Bereiche und der entsprechenden sozialen Bewegungen. Für Sie organisieren wir das, um dort Vernetzungen und Zusammenkünfte möglich zu machen. Das ist die Grundidee der Volksuni. Getragen wird sie von einem Kuratorium aus Professoren, Gewerkschaftern, Künstlern. Gesellschaftspolitische Grundfragen sollen analysiert werden. Ökonomen und Gesellschaftswissenschaftler aus einem breiten politischen Spektrum der Linken diskutieren hier den Zusammenbruch des realen Sozialismus zum Beispiel. Gut besetzt auch diese Veranstaltung. Aber natürlich machen auch Aktivisten aus Friedens- und Gewerkschaftsgruppen, Frauen, Ökologie und christlicher Bewegung mal Pause. Allerdings auch hier meist mit Köpfchen und überwiegend biodynamisch-vegetarisch. Auch ein anderer gab sich heute ganz konstruktiv. BDS-Chef Gregor Gysi sollte auf SPD-Frau Däubler-Gmelin treffen. Ich muss aber dann heute im Ausschuss für Deutsche Einheit tagen, da das ja bekanntlich nicht schnell genug geht, kann sie dort auch nicht fehlen. Im vollbesetzten TU-Audimax musste er sich deshalb dann mit einem Grünen streiten. Mehr Streitgespräche, nicht nur um den maroden Sozialismus, sind hier noch bis Montagabend zu erwarten. Wenn Sie in den letzten Tagen in der Nähe des ICC zu tun hatten, dann sind Ihnen bestimmt einige junge Männer mit bunten Mützen aufgefallen. Die gehören alle zur Deutschen Burschenschaft. Und die feiert in Berlin das 175. Jahr ihres Bestehens. Heute ist übrigens der Höhepunkt der Burschenherrlichkeit. Akademischer Festakt am Vormittag, Heldenehrung vor dem Reichstag am Nachmittag und abends in wenigen Minuten Festkommerz. Da gibt es sicher was Schönes zu trinken. Uli Zeller hat sich unter die Burschen gewagt. Er besuchte angehende Akademiker, die in der Berliner Verbindung Gotia die Burschentradition pflegen. Silenzio! Hiermit eröffne ich die zweite Spontankneipe anlässlich des Burschentages 1990 in Berlin und trinke mit meinen Kontrollierten sowie der Corona auf einen feuchtfröhlichen Verlauf. Bierseligkeit, Deutschtümerei, Macho-Gehabe. So stellt sich das Bild der Burschen in der Öffentlichkeit dar. An der FU waren sie Anfang der 50er Jahre noch verboten, nach der Studentenrevolte 1968 fast ganz aus den Unis verdrängt, als faschistisch beschimpft. Ursprünglich haben die deutschen Burschen durchaus demokratische Tradition. Als Avantgarde kämpften sie gegen Kleinstaaterei und Absolutismus, zogen gegen Napoleons Besatzungstruppen ins Feld. Rund 2000 Burschen und alte Herren zelebrieren in diesen Tagen im ICC das 175-jährige Bestehen ihres Dachverbandes. Tagungen, traditionelle Festakte, Altherrenabende. Was verbindet sie in dieser eingeschworenen Gemeinschaft? Das gemeinsame Durchleben der Jugend und sicherlich auch die gemeinsame ideologische Einstellung. Doch trotz uniformierten Auftretens unter den 132 Verbindungen des Verbandes gibt es politische Differenzen. Es gibt einen starken Richtungskampf innerhalb der deutschen Burschenschaft. Und es gibt nur noch in wenigen Punkten eine klare, eindeutige, übereinstimmende politische Linie. Zum Beispiel in puncto rascher Einheit, Schutz und Pflege deutscher Traditionen und Werte. Und dies zur Information, Deutsch beschränkt sich nicht auf die Bundesrepublik und die DDR. Wir bekennen uns zur Republik Österreich, gleichzeitig bekennen wir uns aber zur deutschen Volks- und Kulturnation.
und darauf sind wir stolz. Dass Volk und Nation an der Oder Neiße enden, wird offiziell nicht bestritten. Zurzeit baut man Kontakte zu DDR-Bündischen auf. Nach dem 9. November ist man sehr viel offener in die Öffentlichkeit, hat man gehen können. Und vor allem dann eben auch die ganze Couleur, die vorher gefehlt hatte, aus logistischen Problemen, aus Beschaffungsproblemen, die hat man sich dann eben beschaffen können. Denn ein Bursche muss Farbe bekennen. Sie zeigt an, ob Alemanne, Teutone oder Gothe oder ob der Verbandsbruder schon mal die Klinge gekreuzt hat. Das war ein kleines Missgeschick während einer Partie, die mich dann etwas Blut kostete. In den Anfängen fochten die Burschen für ihre Freiheit, Vaterland, auch zur Selbstverteidigung. Der Zweikampf blieb verbindendes Symbol für Mut und Mannhaftigkeit. Also wenn man diese Situation durchmacht, die ja schon irgendwo extrem ist, dann schweißt das zusammen. Gerade wenn man sowas selber mal gemacht hat und dabei ist, dann leidet man für den anderen mit, auch wenn dem gar nicht passiert. Also mir ist in der Regel nicht passiert. Aber einige Burschen wollen auf Blut und Narbe nicht verzichten. Wir sind stolz auf unsere Schmisse, weil wir dadurch unsere Weltanschauung an den Tag bringen und nie wieder verleugnen können. Burschenschaft, das heißt ein Bund fürs Leben eingehen, natürlich auch Protektion. Berlins prominentester alter Herr Eberhard Diepke. Männerfreundschaft, Traditionsdünkel, viel Bier, wenig Frauen, noch immer Merkmale der meisten Verbindungen. Die Frauen haben bei uns im Rahmen der zwischenmenschlichen Kontakte und Beziehungen sicherlich ihre Rolle und sind nicht ausgegliedert, aber nicht als vollwertige Mitglieder. Warum nicht? Traditionell bezogen. Also Demokratie à la Appenzell. Die Frau, die den Burschen im ICC die Gläser abräumt. Also mir wird da direkt unheimlich, muss ich ehrlich sagen. Und auch, dass ich keine einzige Frau hier sehe. Die Burschen fühlen sich missverstanden. Sie geben sich liberal und pluralistisch, mehr europäisch als deutschnational. Aber die Skepsis des Außenstehenden bleibt. Die Gedanken sind frei. Schöner Cantus ex, silentium ex, colloquium. Nach dieser reinen Männersache nun zu einer Sportart, die auch hauptsächlich Männersache ist. Hans-Joachim Seppelt von der Sportredaktion ist hier im Studio und berichtet von einem Wasserballspiel. Der Spandauer 04 traf sich mit dem ASC Duisburg. Und wie war's, Hajo Seppelt? Also Spandauer 04 gegen den ASC Duisburg, der erste gegen den zweiten, das letzte Spiel der Vorrunde. Es war ein bisschen regnerisch am heutigen Nachmittag im Freibad Spandau. Sieht, schauen wir uns mal die Bilder an, die wir zusammengestellt haben. Spandau in weißen Kappen von links nach rechts. Am Anfang lagen beide Mannschaften gleich auf und Dirk Theismann mit seinem berühmt-berüchtigten linken Hammer. Aber wie gesagt, Duisburg blieb dran und nun achten Sie darauf, die 35-Sekunden-Regel im Wasserball besagt, nach 35 Sekunden muss der Angriff abgeschlossen sein. Hören Sie jetzt gleich genau hin. Da kommt die Sirene, danach erst der Schuss, aber dennoch der Treffer galt. Eine krasse Fehlentscheidung der Schiedsrichter, das Tor durch Oliver Dahler. Und Wasserballfans sind wasserballscheu oder wasserscheu, wie man hier ganz deutlich sieht. Peter Röhle, der Ersatz von Uwe Gassmann, der erkrankt ist, dem Trainer. Er wirft ab und nun gleich ein sehenswerter Treffer von Hagen Stamm. Der Nationalmannschaftscenter vorne vor dem gegnerischen Tor. Erst aber Dirk Theismann und dann in der bewährten Manier Hagen Stamm. Beide Mannschaften aber gleich auf und dann ging die Spieluhr wegen des Regens in Spandau kaputt, aber später konnte sie dann wieder in Betrieb genommen werden. Das dritte Viertel, Spandau zog nun davon, sehr oft ja gerade im dritten Spielabschnitt der Spandauer Angriffswirbel und hier Hagen Stamm, der insgesamt 5 Tore machte mit einem sehr schönen Tor, diesem Heber. 10:6 dann nach dem dritten Abschnitt, Roland Freund coachte von außen das Ganze. Es gab keinen Zweifel mehr, Spandau gewann die Begegnung. Hier noch ein schönes Tor aus dem vierten Viertel. Raul de la Peña eben noch in der Abwehr, nun im Angriff. Da sah der Torwart der Duisburger schlecht aus. Endstand 13:7 für die Wasserfreunde Spandau 04. Aber, Sigi Wichmann, das muss überhaupt nichts heißen. Es gibt noch Playoff-Begegnungen und dann werden aller Voraussicht nach die Spandauer und die Duisburger noch einmal in den Finalbegegnungen aufeinandertreffen. Sie haben es gesagt, Trainer Uwe Gassmann ist krank. Peter Röhle hat jetzt seine Aufgabe übernommen. Sie haben mit ihm gesprochen. Genau so ist es. Wir wollten von Peter Röhle wissen, was jetzt in Zukunft passiert. Ist ja eine sehr schwere Aufgabe für ihn, die er nun zu übernehmen hat. Also spielen wir mal diese Stimme von ihm ein. Wochenende und auch an diesem Wochenende und auch speziell in der Zeit im Training hat die Mannschaft bewiesen, dass sie seriös weiterarbeiten wird, arbeiten kann. Wir wissen, worum es geht. Wir haben uns ein halbes Jahr auf diese ganze Sache vorbereitet und es wäre schade. Und da, wie gesagt, da sind die Leute erwachsen genug zu wissen, wie man spielt, was man macht. Und ich bin ziemlich sicher, dass von der Spielsubstanz und von der Leistung von Spandau sich nichts ändern wird. Strebt man nun also den 12. Titel in Reihenfolge an, darum kann es nur gehen.
Ja, selbstverständlich, darum geht es. Ja. Um dann im Europapokal vielleicht den Cup mal wieder nach Berlin zu holen. Ja, und da gibt es noch ein Sportergebnis nachzutragen. In Ost-Berlin gab es heute das Pokal-Endspiel der DDR. So ist es. Und da standen sich Dynamo Dresden und der PSV Schwerin gegenüber. Dresden hat letzte Woche ja bekanntlich den Meistertitel in der DDR errungen. Heute hat es auch zum Sieg gelangt. 2:1 haben die Dresdner gewonnen gegen den PSV Schwerin. Es war eine knappe Entscheidung, kann man sagen. Aber die Norddeutschen müssen nicht unglücklich sein. Denn weil die Dresden halt im Landesmeisterpokal, im Europapokal antreten werden, winkt den Schwerinern also jetzt die Europapokal-Teilnahme beim Europapokal. Der Pokalsieger ist ja auch eine tolle Sache. Also ein Zweitligist aus der DDR im Europacup. Wir haben es heute mit den Männersportarten und nun noch eine Männersportart, das Boxen. Da gab es eine Begegnung in Ost-Berlin. So ist es. Eigentlich sollten gestern die beiden Berliner Boxvertretungen aus Ost- und West-Berlin gegeneinander antreten. Der Boxring gegen den TSC. Aber der Boxring, der musste absagen, weil einige Boxer andere Verpflichtungen hatten. Kurzerhand sprang dann der deutsche Vizemeister ein, der TSV Bayer Leverkusen. Es war eine freundschaftliche Begegnung, wie es heißt. Und 18:6 hat dann auch der TSC Ost-Berlin gewonnen. Aber es könnte durchaus sein, dass das demnächst ein offizieller Meisterschaftskampf ist. Axel Hanemann sagt Ihnen, warum das so ist. Sie sind sich näher gekommen. Manfred Bergs, rechts im blauen Sakko, Präsident des DDR-Boxverbandes, und Peter Miesner, Chef der West-Berliner Boxer. Die Verbände aus Ost und West planen noch vor der politischen Vereinigung eine Deutschlandliga. Für René Monse vom TSC Berlin in der roten Hose, hier im Schwergewichtsduell gegen den Leverkusener Haas, sind die Grenzen schon früher gefallen. Er war einer von 6 TSC-Boxern, die bereits in der abgelaufenen Saison Bundesliga-Luft im Westen schnupperten. Ab November wollen DDR-Staffeln aus Cottbus, Halle, Schwerin und vom TSC Berlin direkt in der Box-Bundesliga mitmischen. Wir verfügen momentan im Seniorenbereich über 17 Sportler in insgesamt 10 Gewichtsklassen. Wir können alle Gewichtsklassen besetzen. Und ich denke, dass jeder Sportler von uns, der 2 bis 3 Jahre ausgehalten hat, bei uns die Möglichkeit erhalten sollte, bei uns in der eigenen Staffel zu boxen. Bayer Leverkusen, der deutsche Mannschaftsvizemeister, gestern nur mit einer Rumpftruppe angetreten, hat sonst in Bundesligakämpfen hochkarätige ausländische Stars. Peter Miesner würde deshalb lieber René Monse und weitere TSC-Boxer im Team des Boxrings Berlin sehen. Es könnte eine ganz hervorragende Kombination gebildet werden, weil eben beide Staffeln in der gegenwärtigen Verfassung Stärken und Schwächen haben, aber zusammen eben eine starke Gemeinschaft bilden würden, die sicherlich auch um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft eine gewichtige Rolle mitspielen würde. Wenn 2 getrennte Staffeln antreten, spielen beide nur eine untergeordnete Rolle. Man sollte diese Chance in der Tat nutzen, um gemeinsam stark zu sein. Boxen ist nicht jedermanns Sache und jede, die damit überhaupt nichts im Sinn haben, die können wir jetzt entschädigen mit einem Beitrag über den 525. Geburtstag eines Knabenchors. Es ist der Staats- und Domchor Berlin, den es wirklich schon seit 1465 gibt. Und wie feiert man Geburtstag? Natürlich mit Festkonzerten. Eins gab es heute in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Dort hat Renate Liberenz den Knaben bei der Probe zugehört. Im Festprogramm eine der Psalmomotetten, die Felix Mendelssohn-Bartholdy für den Berliner Domchor komponiert hat. Die Geschichte des heutigen Staats- und Domchores beginnt 1465, als Kurfürst Friedrich II. Von Hohenzollern die Anstellung von 5 Singeknaben für seine Hofkirche verfügte. Seine eigentliche Blütezeit erlebte der Chor im 19. Jahrhundert unter den Direktoren Felix Mendelssohn-Bartholdy und Otto Nicolai. Sein Domizil war bis zum Zweiten Weltkrieg der Berliner Dom und bis zum Mauerbau kamen Sänger aus ganz Berlin. Und nun? Man möchte ganz gerne beim Dom haben. Der Dom ist eine so große Kirche und hat eine so große Gemeinde, dass mehrere Chöre sich da durchaus bewähren können. Es gibt die Domkantorei in Ost-Berlin, die ist die ganze Zeit jetzt da gewesen. Wir warten vor allen Dingen, dass der Dom als Ganzes wieder zu gebrauchen ist. Und das ist ja im Augenblick noch nicht der Fall. Mit Professor Grube, Leiter des Chors seit 1973 und von allen geliebt, ersangen sich die Knaben auch international. Ebenfalls im Festkonzert erklingt als Erstaufführung
Fürsten Arvo Pärt. Machen Sie Karte, geschrieben für Sie. Höhepunkte sind die Konzertreisen, die in über 20 Länder die Welt führen. In diesem Jahr bis hier nach Moskau und Zimbabwe. Letzten Sonntag Rückkehr aus Stuttgart vom dritten deutschen Chorwettbewerb. Aber Ihnen kommt es nicht nur aufs Singen an. Wir waren in der Schwäbischen Alb und einige haben sich Andenken gekauft, Tennisball gespielt und naja, und Fußball. Ja, Fußball gespielt und dann waren wir Hans-Martin Schleierhalle, haben wir uns ein paar Konzerte auch angehört. Und habt ihr auch gesungen? Ja, ein Konzert, ein Sonderkonzert, weil wir durften ja nicht teilnehmen, weil wir also 1985 gewonnen hatten. Und ein Ständchen extra für die Abendschau. Der Staats- und Domchor singt morgen beim Gottesdienst in der Marienkirche in Ost-Berlin und am 9. Juni gibt er ein zweites Festkonzert in der Nikolaikirche, ebenfalls in Ost-Berlin. Was zu Pfingsten los ist in der Stadt, das erfahren Sie nun in den Wochenendtipps von Czerno Jobataj. Große Pfingstsause im Volkspark Mariendorf, der sich morgen Kulturlustgarten nennt. Beginn 11 Uhr. Um 19 Uhr werden Petticoat als Stargäste die Bühne betreten. Seine Küche wird Larry Schuber am Montag verlassen, um mit seiner Band Western Union um 11 Uhr Mariendorf loszulegen. Großes Treffen amerikanischer Autos morgen ab 11 auf dem Siemens-Gelände in der Motardstraße. Eine Einladung nicht nur für die Besitzer solcher Schlitten. Sie nannten ihn Duke und weil Ellingtons Melodien so toll sind, gibt's eine ganze Show davon. Sophisticated Ladies im Theater des Westens. An den Feiertagen jeweils um 20 Uhr. Alle 33 Schiffe der Weißen Flotte sind im Einsatz. Morgen um 8 Uhr heißt es Leinen los. Im Treptower Hafen und in der Friedrichshagener Dampferstation. Da geht's dann zur 3-Stunden-Müggelsee-Rundfahrt. Anlässlich des Falkentreffens in Berlin ist morgen ab 20 Uhr in der Eissporthalle ein großes Rockkonzert mit Herwig Mitteregger und Silly aus Ost-Berlin. Inszenierte er sich nun nur selbst oder ist es einfach nur gutes Theater? Heribert Sasse in Der Alpenkönig und Der Menschenfeind, Pfingstmontag um 20 Uhr im Schillertheater. Auch am Montag, auch um 20 Uhr, aber in der Philharmonie, das Radiosinfonieorchester. Es spielt Werke von Schostakowitsch und Glinka. Das Theatertreffen der Jugend im Haus der Weltkulturen, also in der Kongresshalle. An den Feiertagen gibt es Vorstellungen jeweils um 17 und um 20 Uhr. Eines der Traber-Ereignisse in Berlin, das Abdel-Tonnington-Rennen am Pfingstmontag um 16.35 Uhr in der Trabrennbahn Mariendorf. Und außerdem gibt es zu Pfingsten noch viele, viele Pfingstkonzerte. Wir können nicht jedes nennen, darum stellvertretend für alle. Das ist das traditionsreiche Pfingstkonzert im Zoo. Ich begrüße im Studio meinen Kollegen Hans-Werner Kock. Sie sind dort Stammgast im Zoo, denn Sie betreuen die Sendung Freundschaft mit Tieren. Sie sind auch morgen früh dabei. Macht es Spaß, so früh aufzustehen? Um 7 Uhr geht's los, nicht? Ja, also früher fing das Pfingstfrühkonzert um 6 an. Ich kann mich erinnern an die 60er Jahre, das war noch ein bisschen härter. Aber ich finde, es macht sehr viel Spaß, weil wann hat man schon mal die Chance, unausgeschlafene Tiere zu sehen? Unausgeschlafene Menschen kennen wir ja eine ganze Menge, aber unausgeschlafene Tiere ist ja ganz selten. Sie moderieren morgen die Sendung, aber von den Tieren haben Sie gesprochen. Wir haben die letzten Neuigkeiten in einem Beitrag zusammengefasst und diesen Beitrag, den fahren wir jetzt mal ab. Ja, das wird ganz besonders feines und erlesenes, nämlich ein junger Ameisenbär. Darauf sind die Tiergärtner sehr stolz, dass ihnen das gelungen ist, ein solches Tier in unserem Zoo zu haben, der ja in diesem Jahr bereits das 112. Pfingstfrühkonzert erlebt. Und die Tiere lassen sich eigentlich, das hat Professor Klöß mir in einem Interview für Freundschaft mit Tiere erzählt, überhaupt nicht stören. Sie nehmen das Ganze ziemlich gelassen hin, sicherlich für die Menschen ist es schöner und sicherlich auch informativer, wenn man den Zoo an einem anderen Tag, das ist ein Kronenkranich. Die Frisuren sind jetzt sehr, sehr aktuell. Die sind sehr aktuell, ja. Also wenn man die Tiere dann hinterher vielleicht nochmal in der nächsten Woche sich in aller Ruhe anguckt, die man beim Pfingstfrühkonzert so einfach gesehen hat, wie diese herrlichen Sumatra-Tiger. Das ist eine sehr bedrohte
Großkatzenrasse. Sie werden in unserem Zoo gezüchtet. Man sieht, Mutti hat Glück gehabt. Das heißt, Tiger züchten sehr gut in der Gefangenschaft. Und wir haben da drei wunderbare junge Katzen, die so ein Schmusegitter haben. Da dürfen sie mit der Mutter durch das Gitter hindurch ein bisschen schmusen, sonst sind sie ein bisschen gefährdet. So versteckt man aber nicht in den Tank, nicht? Nee, nicht unbedingt. Man sitzt auch nicht oben drauf. Aber sind sie nicht herrlich gezeichnet? Sind das nicht wunderschöne Katzen? Die sollten sich wirklich. Nur ankommen. Nicht zu nahe kommen. Nee, nicht zu nahe kommen. Das kommt man auch nicht. Man steht Gott sei Dank außen vor. Tja, und der Kleine hat sich wahrscheinlich auch in die Katzen verliebt. Und dieser Bär sieht das alles ganz gelassen. Zum Beispiel die Weißbart-Pekaris, ist eine sehr, sehr, sehr seltene Schweinerasse. Das Schweinehaus ist überhaupt ein Besuch wert, wie übrigens auch die Tapire ein Besuch wert sind. Älteste lebende Säugetierrasse, über 60 Millionen Jahre alt. Aber diese Pekaris sind wirklich sehr selten zu ziehen. Und es ist ganz schwierig, sie zu ziehen in zoologischen Gärten. Naja, und hier der kleine Schimpanse, Liebling aller Zoobesucher. Und Liebling auch der Reviertiergärtner, die sich sehr um diesen Kleinen wie um allen Nachwuchs im Zoo kümmern. Gut, also bis morgen früh im Zoo. Wir verabschieden uns. Die nächsten Sonnabendabendschauen in den nächsten 4 Wochen fallen aus. Das tut uns leid. Aber am Dienstag nach Pfingsten gibt es wieder eine Abendschau. Tschüss. Tschüss.